Wie wirkt sich das aus? Ich war ja eine ganze Zeit lang Leiterin im Bildungsreferat, Deutscher Sinti und Roma, und habe deswegen die Schulsituation, die uns im Chor gerade geschildert hat, sehr gut beäugen können. Und was mir immer wieder entgegengekommen ist, ist, dass junge Schülerinnen, die hochbegabt waren, ja, und ich meine jetzt nicht einfach nur durchschnittlich begabt, sondern hochbegabte Schülerinnen, die irgendwie aus super prekären Lebensverhältnissen kommen, es nicht in der Schule geschafft haben aufgrund von Rassismus. Was bedeutet das? Das bedeutet natürlich individuelle Schicksale, wie wir schon gehört haben, aber das bedeutet auch einen Verlust für die Gesamtgesellschaft. Denn was passiert, wenn man hochbegabt ist, wenn man Potenziale nicht fördert? Das werde ich jetzt am Beispiel Duisburg aufmachen. In meiner Zeit wurde ich nämlich auch von einer Jugendamt-Mitarbeiterin aus der Stadt Duisburg angerufen. Und die hat mich dann angefragt, ja, sie möchte gerne eine Expertin haben zum Thema Sinti-Roma für eine Fortbildung beim Jugendamt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann vorbeikommen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich war wohlgemerkt in der Leitungsposition, also ich habe ja offensichtlich Kompetenzen, sonst würde ich da nicht sitzen, ob ich Ihnen jemanden empfehlen könnte. Und dann sagte ich wieder, ich kann ja vorbeikommen. Ja, bevor ich vorbeikomme, sollte ich mir doch bitte, ich, die Leiterin des Bildungsreferats in einer der größten Institutionen, deutschlandweit und europaweit, bekannteste Institution, sollte ihr doch bitte meinen Lebenslauf schicken, damit ich beweise, dass ich die Kompetenzen habe, als Zentenzar über Sinti und Roma zu sprechen. Das ist die Arroganz und Ignoranz, mit der uns begegnet wird und mit der unsere Kompetenzen angezweifelt werden. Und wenn Sie sich jetzt fragen, ob ich das noch lustiger finde, ist, weil ich selbst auch hochbegabt bin, ich bin selbst auch im Autismus-Spektrum, ich bin selbst Gründerin verschiedener Institutionen, Vereine, Initiativen. Ich berate auf nationaler und internationaler Ebene viele Organisationen, unter anderem die Organisation für internationale Zusammenarbeit, OSZE. Aber das Jugendamt in Duisburg dachte, dass meine Kompetenzen nicht ausreichend werden, um für sie einen Fortbildungskurs zu geben. Und genau mit der gleichen Haltung und Arroganz werden die Menschen in diesen Wohnsiedlungen behandelt.